herzlich willkommen bei My Golden Aiko. Heute geht es um den DIY Adventskalender für Aiko. Ich habe euch in den letzten Wochen einige Adventskalender vorgestellt und euch die Inhalte gezeigt, euch gesagt, wie viel sie gekostet haben und meine persönliche Meinung dazu. Nun haben wir alle ausgepackt, alle die ich euch zeigen wollte. Und natürlich gehen die Inhalte nicht einfach so verloren, sondern die Inhalte werden heute zum Teil für Aikos DIY Adventskalender genutzt. Also, los geht's! So, wir sind mittlerweile in der Küche angekommen und nun geht es tatsächlich los. Ihr seht, dass hier alles komplett voll ist und zuallererst werde ich euch erst einmal sagen, was ihr alles für das DIY braucht. Zunächst einmal benötigt ihr natürlich Leckerlis. Ich nutze hier in diesem Fall die ganzen Adventskalender, die ich ausgepackt habe mit euch gemeinsam. Das habe ich ja auch immer bei den Kalendern gesagt beim Unboxing, dass eben die Leckerchen der Kalender eben für dieses DIY hier genutzt werden. Ich habe sie auch alle aufbewahrt, bis auf den von DM. Da habe ich nur noch hier die Einzelteile. Einige davon habe ich eigentlich auch schon in der Zwischenzeit verfüttert, auch einige Teile, die hier in den Kalendern drin waren. Ja, weil das halt einfach dann irgendwie praktisch war. Das lag immer jetzt im Büro die ganze Zeit rum und dann konnte ich einfach hergehen, ein bisschen was rausnehmen. Naja, aber es ist auf jeden Fall noch deutlich genug da, um jetzt den DIY Adventskalender zu füllen. Also ihr benötigt Leckerlis. Außerdem benötigt ihr 24 Toilettenpapierrollen oder ihr könnt natürlich auch wahlweise große Rollen nehmen. Also das hier ist jetzt eine Küchenrolle. Die hier nutze ich beispielsweise für den 24. und eben für Nikolaus. Da kommen etwas größere Dinge rein. Ja, und meine Arbeitskollegen waren alle so lieb und haben für mich fleißig gesammelt. Also das hier kommt alles von der Arbeit. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Außerdem benötigt ihr Geschenkpapier oder Kraftpapier. Ich nutze allgemein als Geschenkpapier am liebsten Kraftpapier. Deswegen werde ich das auch für dieses DIY nutzen, weil Aiko das ja jeden Tag eigenständig mit der Schnauze öffnen darf. Und da ist es mir wichtig, dass da nicht irgendwie was dran ist, was vielleicht für ihn gesundheitsgefährdend sein könnte. Und außerdem könnt ihr einen Baumwollfaden nehmen oder ich nehme jetzt hier, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man es nennt, aber es ist eben auch ein Naturmaterial. Ich glaube, Seegrasgarn ist das. Damit werde ich quasi die kleinen Paketchen hinten und vorne zusammenschnüren. Als Topping sozusagen könnt ihr noch solche Zahlen nutzen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich werde euch das mal unten verlinken. Ihr könnt das natürlich auch alles selber gestalten, aber sie sehen eigentlich ganz süß aus. Hier ist extra für einen Hunde-Adventskalender quasi gemacht. Also hier stehen immer die Zahlen und dann steht da einmal Wuff, zweimal Wuff, dreimal Wuff und so weiter, bis zu 24 eben. Ich habe mir jetzt hier einige Schüsseln besorgt und packe jetzt die Inhalte der einzelnen Kalender in eine Schüssel. Fangen wir mal an mit dem von Lieblingbox. Das ist natürlich jetzt ein Schritt, den ihr quasi nicht habt, weil, naja, ihr werdet jetzt wohl kaum ganz viele Adventskalender gekauft haben, nur damit ihr dann einen DIY-Adventskalender für euren Hund fertigen könnt. Das ist natürlich jetzt nur eine Sache, die mich betrifft. Wow, das tat mir jetzt in der Seele weh, den schönen Adventskalender zu zerstören. Das hier ist übrigens die Schablone von der Lieblingbox und die ganzen Leckereien packe ich jetzt in diese Schüssel hier. Wow, das hat jetzt gefühlt echt ewig gedauert, die Kalender auszuleeren und hier in die Schüsseln zu packen. Jetzt einfach nur mal, damit ihr einen Vergleich habt, diese beiden Schüsseln inklusive dieser beiden Sachen. Also das hier ist alles vom Alsa Hunde-Adventskalender. Das hier ist vom Bubek Pummel-Einhorn-Adventskalender, vom Petpel-Adventskalender. Hier haben wir den Rocco-Adventskalender und das hier ist vom Adventskalender Lieblingbox. Das hier sind jetzt alles die Inhalte. Die Inhalte von DM, Dein Bestes, habe ich jetzt nicht extra ausgepackt. Da weiß ich auch schon genau, was ich verwenden möchte. Und diese Tütchen hier mit den Knabber-Sandwiches und sowas wird wahrscheinlich sowieso nicht so oft drin vorkommen oder gar nicht. Ich weiß es noch nicht, denn ich möchte eigentlich hauptsächlich mit diesen Produkten hier arbeiten. Boah, der Tisch sieht schon mega dreckig aus. Ach genau, und das hier ist auch noch vom Rocco Adventskalender. Und das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Ihr nehmt euch einfach eine Toilettenpapierrolle, knickt das Ganze einmal am Ende zusammen, so, dass ihr dann quasi so ein Tütchen bekommt. Und da füllt ihr dann einfach nach Lust und Laune etwas Schmackhaftes ein. Dann macht ihr die andere Seite zu, so, und habt quasi das erste Paket.
Dann nehmt ihr euch einen Streifen von eurem Geschenkpapier oder Kraftpapier. Ihr wickelt das Paket einfach ein. Ich befestige es dann hier an der Stelle einfach mit einem Kleber. Und zwar hier diese Hunde-Adventskalender-Kleber mit der Nummer 1. Dann nehmt ihr euch zwei von euren Baumwollfäden oder was auch immer ihr zum Zubinden nehmt und macht das Ganze mit einer Schleife oder einem Doppelknoten fest. Und so schaut dann ein Paket aus. Das Ganze macht ihr jetzt mit 24 kleinen Paketen. Am besten schneidet ihr euch vorher alles zurecht. Das heißt, die ganzen Geschenkpapierschnipse, die ihr braucht, schneidet ihr euch zurecht und eben auch die einzelnen Fäden, weil dann geht euch alles deutlich einfacher von der Hand. Weiter geht's! Der Vorteil mit diesen ganzen frischen Leckerlis hier ist einfach, dass Eiko sich, wenn er das Ganze hier geöffnet hat, direkt daraus fressen kann. Also es ist quasi für ihn ein Öffnungs- und Leckerli-Suchspiel sozusagen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte Jahr, dass Eiko wirklich jeden Morgen nach dem Essen darauf gewartet hat, dass er sein Paket bekommt, das er aufmachen darf. Also es ist wirklich so ein richtiges Ritual geworden. Ja, umso enttäuschter war Eiko dann, als Weihnachten vorbei war und nicht mehr jeden Morgen ein Paket kam. Da musste er sich erst dran gewöhnen und sich quasi wieder umstellen. Nummer 6 und damit Nikolaus. Dafür nehme ich ein etwas größeres Röhrchen und hier kommt etwas Besonderes rein. Und zwar dein bestes Exquisit-Hähnchenstreifen. Allerdings nicht alle 4 Streifen, sondern nur 2. Diese Fäden habe ich übrigens immer zwischen 10 und 15, ja so gute 15 cm lang geschnitten. Achtet darauf, dass ihr sie nicht zu kurz macht, weil sonst bekommt ihr Schwierigkeiten beim Schließen. Wenn ihr eine Schleife machen möchtet, dann würde ich den Faden auf jeden Fall größer machen. Ich mache jetzt hier einfach nur Doppelknoten rein. Im Übrigen habe ich bei den Toilettenpapierrollen darauf geachtet, dass keine Kleberreste auf den Rollen vorhanden sind, weil ich nicht weiß, ob diese Kleberreste in irgendeiner Form giftig sind oder sowas. Ich kann es mir zwar jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie hochgradig giftig sein könnte, aber da gehe ich einfach auf Nummer sicher und achte darauf, dass hier keine großartigen Kleberreste sind. Es gibt nämlich Toilettenpapierrollen, die sind einmal komplett mehrfach umrundet mit irgendeinem Kleber, aber die hier sind komplett ohne. Das waren nun die 21. Jetzt habe ich hier noch 3 große Rollen. Und die letzten 3 Tage darf Eiki etwas mehr Auspackspaß bekommen. Deswegen werde ich jetzt die letzten 3 Päckchen quasi groß gestalten. Und das hier wird die 22.
So, und jetzt packen wir IQOS 24. Und da kommt natürlich zum einen dieser große Knochen rein, den wir im Alsa Hundewelt Adventskalender hatten. Ich hätte gerne den hier auch reingepackt. Da hätte Aiki bestimmt spannend geguckt, aber es passt nicht hinein. Deswegen packe ich da einfach noch ein paar Leckerlis zu. Ein paar Zootiere kommen noch dazu. Und dann wird das Ganze auch wieder verpackt. So, die 24 ist auch verpackt. Jetzt hole ich mal alle Päckchen nach vorne. Wow, das ist wirklich eine ganze Menge und es ist auch noch ganz schön viel übergeblieben. Ich habe die Päckchen mit Absicht nicht ganz so voll gepackt, weil das ja etwas ist, was Aiko sich dann quasi sofort erarbeitet. Und das muss meiner Ansicht nach nicht so super viel sein, weil Aiko bekommt ja über den Tag verteilt auch immer Leckerchen und da kann ich die eben auch super für nutzen. Von daher sind die jetzt nicht ganz so super prall gefüllt. Ich finde, das ist eine gute Menge für einen Morgen. Nach dem Futti ist das absolut vertretbar. Damit das Ganze jetzt noch ansehnlich irgendwie daherkommt, werde ich mir jetzt einen Korb suchen und das Ganze da reinpacken. Und dann sehen wir uns gleich frontal vor der Kamera wieder. Tschüss! Das war also nun unser Adventskalender DIY. Und so sieht das ganze Schätzchen jetzt aus. Ich habe die einzelnen Paketchen sozusagen in eine Box gepackt, die ich schon zu Hause hatte. Die wurde eigentlich für was anderes genutzt, aber ich habe sie jetzt einfach zu Aikos Adventskalender-Box umfunktioniert. Ich freue mich schon richtig darauf, Aiko jeden Tag im Dezember eines dieser Päckchen hier zu geben. Denn Aiko liebt es einfach, sich seine Leckereien selbst zu erarbeiten, beziehungsweise einfach irgendwie so etwas kaputt zu fetzen. Das DIY zum Adventskalender vom letzten Jahr werde ich euch oben ins i und nochmal in die Infobox packen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch inspirieren lassen. Vielleicht ist ja auch die andere Variante eher etwas für euch oder vielleicht diese. Ich finde diese Variante einfach schön, weil Toilettenpapierrollen hat man ja sowieso zu Hause und die kann man ja einfach mal sammeln. Und insgesamt ist es eigentlich eine relativ einfache und kostengünstige Variante, seinem Hund eine Freude zu bereiten. Wie wir jetzt an die Leckerlis gekommen sind, ist natürlich ein ganz besonderer Weg, denn das sind ja alles Leckerlis, die in den anderen Adventskalendern drin waren. Ihr nehmt einfach Leckerlis eurer Wahl, die ihr sowieso zu Hause habt, oder ihr kauft eine besondere Sorte für eure Vierbeiner. Da seid ihr natürlich völlig freigestellt. Mich würde jetzt mal interessieren, macht ihr für eure Hunde einen Adventskalender selbst oder kauft ihr einen, vielleicht sogar einen von denen, die ich euch hier vorgestellt habe? Mich würde außerdem interessieren, welcher euer absoluter Lieblingskalender gewesen ist von den Kalendern, die ich euch vorgestellt habe. Unser absoluter Lieblingskalender, das ist der Alsa Hundewelt Adventskalender gewesen und an zweiter Stelle der von Lieblingbox. Die Qualität war wirklich außergewöhnlich gut. Ich habe übrigens 25 Exemplare dieser Röllchen hier gemacht, weil ich euch jetzt einfach zeigen möchte, was für einen Spaß und was für eine Freude Aiko hat beim Öffnen dieser kleinen Rollen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay. Okay, Aiki. Okay.